Hallo, ich begrüße Sie auch im neuen Jahr ganz herzlich auf meiner Homepage. Freue mich, dass Sie wieder vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen persönlich ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit, viel Glück. Und uns allen wünsche ich, dass wir politisch den richtigen Weg finden, um aus der Krise möglichst schnell wieder herauszukommen und unser Land wieder dorthin zu führen, wo es hingehört. Das neue Jahr begann schon mit einer Sondersitzung zum Konjunkturprogramm. Ich möchte aus diesem Konjunkturprogramm einen Punkt herausgreifen und darauf kurz eingehen, nämlich das Problem der Schuldenbegrenzung. Eigentlich hatten wir in der Föderalismuskommission vor, die Schulden ein für alle Mal zu begrenzen und den Ausstieg aus der Verschuldung zu schaffen. Jetzt sehen wir den Einstieg in die größte Staatsverschuldung, in die größte Neuverschuldung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Dies macht mir große Sorgen, denn diese Verschuldung ist heute schon eine Hypothek für die Zeit des Aufschwungs. Und sie ist eigentlich für künftige Generationen nur sehr schwer, dann wieder abzubauen. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, für gute Zeiten jetzt vorzusorgen, damit wir endlich auf neue Schulden verzichten. Was die Große Koalition jetzt vorgelegt hat, diese Steinbrückschen 0,5% des Bruttoinlandsprodukts, heißt, dass wir weiter auch in guten Zeiten jedes Jahr 12 Milliarden Euro Schulden machen dürfen. Das kann so nicht sein. Ich verspreche Ihnen, ich werde alles tun, was in meinen Möglichkeiten steht, ein Verschuldungsverbot durchzusetzen. Wir müssen in das Grundgesetz schreiben, dass in normalen Zeiten keine neuen Schulden aufgenommen werden dürfen. Ich werde alles dafür tun, dass wir von dieser wachsweichen Schuldenbremse, wie sie die Große Koalition jetzt vorsieht, zu einer wirklichen, griffigen Schuldenbremse kommen. Sie werden Neuigkeiten immer wieder auf meiner Homepage finden. Gehen Sie auch gerne auf die Homepage der FDP. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich, wenn wir auch in diesem Jahr regelmäßig in Kontakt treten können.